Die Sonne brennt, die Körper schwitzen und die Bälle fliegen bei der deutschen Seniorenmeisterschaft im Beachvolleyball. Über 300 Sportlerinnen und Sportler gingen am vergangenen Wochenende an den Start und wer hier an hölzerne Greise denkt, liegt ganz falsch, denn wer an diesem Wochenende hier auf den Plätzen stand, hatte es sich hart erarbeitet. Wir kommen aus dem ganzen Bundesgebiet, weil sie sich über die Saison, über ein ganzes Jahr, qualifizieren sie sich mit den 4 bestgespielten Turnieren und den dort erspielten Punkten für diese deutsche Meisterschaft. Und daher kommen die Teams aus allen Bundesländern. Der Austragungsort, das zentral gelegene Beach Mitte auf einer der attraktivsten Volleyballflächen Deutschlands, konnten die angetretenen Sportlerinnen und Sportler auf über 50 Feldern präsentieren, was sie so auf dem Kasten haben. Und das lockte auch eine ordentliche Zahl an Zuschauern auf die einladende Anlage. Doch bevor es auf den Feldern ernst wurde, musste sich natürlich erstmal warm gemacht werden. Zeit genug für einen kurzen Einblick in die organisatorische Seite des Turniers. Wir haben dieses Jahr wieder mehr Teilnehmer als je zuvor. Von daher sind wir mit den Teilnehmerzahlen komplett überwältigt, regelrecht. Insgesamt gibt es ja 11 Altersklassen bei den Senioren. Wenn wir die komplett mit 16 Teams irgendwann voll haben, haben wir 176 Teams hier. Mehr geht auch selbst für Beachmitte mit 50 Beachvolleyballfeldern nicht. Und diese Aufstockung an Spielerinnen und Spielern hat natürlich auch eines zur Folge, eine höhere Leistungsdichte und damit spannende Matches. Ja, wir hatten eben gerade wirklich ein sehr, sehr schweres Spiel gegen ein gutes Team. Absolut auf Augenhöhe. Wir haben im ersten Satz nicht so gut begonnen. Glatt verloren. Im zweiten Satz haben wir es zum Glück gedreht bekommen und dann war ein super spannender dritter Satz. Ich glaube, es hat allen, die hier waren, gefallen und wir haben ein bisschen das glückliche Ende gehabt. Also das ist uns auch klar, aber das nehmen wir natürlich gerne mit in der Situation. Es kommen hier wirklich die besten Senioren-Beachvolleyballer aus Deutschland zusammen, in allen Altersklassen. Ich finde das toll, also auch wir, die ja noch bei den Jüngsten im Moment mitspielen, wir gucken uns auch gerne mal die älteren Altersklassen an und sehen, was da für ein toller Sport geboten wird. Ich wusste, dass es dieses Jahr sehr schwer wird, weil sehr viele neue Teams dabei waren. Und so gesehen sind wir jetzt mit dem dritten doch noch ganz zufrieden, besser als vierter. Doch einen kleinen Wermutstropfen, den gab es denn doch ganz in alter Herrenmanier. Ja, es gibt nur einen Nachteil. Die Getränke, die sie frei ausgegeben haben, waren nur 100% Wasser und kein Bier dabei. In einem Punkt waren sich jedoch alle einig. Der Beach Mitte ist immer eine tolle Stimmung hier. Wir kommen immer wieder gerne her, Atmosphäre ist toll, Organisation ist super. Hier macht's richtig Bock. Berlin macht immer Laune, Berlin ist eine tolle Ausrichterstadt. Die Organisation ist sehr gut, die Leute hier, die das machen, kriegen einen von uns auch ein Lob. Ist geil heute. Ja, die Leute gucken auch zu und klatschen und der Roland, wie man jetzt gesehen hat, der war Speedy Gonzales. Ja, einfach, weil die Menge getobt hat, klasse, wirklich. Während die einen tobten und die anderen in der Sonne dösten, kam es auf dem Center Court zum Finale der Ü31-Frauen. Mit einer Niederlage im ersten Satz starteten Stefanie Kelm und Yves Schmidt-Ott in das Finale gegen Team Höppner-Stoff. Klar, dass da auch die Nerven mitspielen müssen. Ja, also ich würde schon sagen, da es ja auch oft Gleichstand war, gerade im ersten Satz, da spielt die Psyche eine ganz große Rolle, bei mir immer die Annahme. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir den ersten verloren haben. Und bei 2 und 3 hatten wir immer gut Vorsprung und dadurch haben wir die Sätze auch gewinnen können. Da hat sich Steffi dann wieder eingekriegt. Genau. Im definitiv meistbesuchten Spiel des Tages standen Frank Fischer und Tom Hiekel im Finale der Ü35-Herren dem Team Chic Wacker gegenüber. Der erste Satz verlief durchgängig zugunsten von Chic und Wacker, was nicht zuletzt daran lag, dass Frank Fischer nicht so richtig ins Spiel kam. Fischer und Hiekel konnten zwar den zweiten Satz für sich entscheiden, mussten sich jedoch in einem eng umkämpften Spiel am Ende geschlagen geben. Aber auch über Silber konnte sich an diesem Turnierwochenende gefreut werden.